herzlich willkommen zur vorweihnachtlichen Blog-Folge Nummer 4. Heute habe ich die Männer Mulugeta bei mir im Studio, bei uns im Blog-Studio. Und hallo, liebe Männer. Die Männer ist Sängerin und Künstlerin und wird uns heute ein bisschen was zum einen zu dem, was sie so in der Vergangenheit getreten hat. Vielleicht kennt sie auch noch der ein oder andere vom Bildschirm oder von der Bühne. Wird die Männer uns ein bisschen was erzählen und wir reden auch mit der Männer heute mal so drüber, warum es denn auch wichtig ist für Musikschaffende, vielleicht immer aktuelles Musik- und Videomaterial zu haben. Aber jetzt habe ich schon genug gequatscht. Männer, erzähl doch mal was zu dir. Ja, also du hast mich ja schon ganz gut vorgestellt. Ich bin Sängerin. Gut vorbereitet. Sehr gut. Ich bin Sängerin und arbeite seit dem Abi aber eigentlich als freiberufliche Musikerin in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also natürlich auch im Dienstleistungssektor, Hochzeiten, irgendwelche Feiern, Firmenveranstaltungen. Aber habe halt auch ein paar Programme, zum Beispiel eine musikalische Reise durch die Welt oder um die Welt, die ich auch immer wieder aufführe, oder ja, verschiedene Programme, äthiopische Musik. Bei dieser Reise um die Welt irgendeine Vorgabe oder bist du komplett offen für alles dann? Also da suche ich mir eigentlich immer gerne Lieder aus, mit denen ich auch irgendeine Verbindung habe. Ich habe äthiopische Wurzeln, bin in Deutschland aufgewachsen, immer viel auch natürlich mit englischer Musik, sodass drei Sprachen schon immer irgendwie mit mir zu tun haben. Dann haben wir viele türkische Freunde, ich war mal im Kosovo mit der Partnerstadt, also da habe ich überall Songs aufgenommen. Und deshalb ist das auch ein ganz besonderes Programm, was halt irgendwie auch einzigartig ist, in diesen ganzen Sprachen, 8 sind es insgesamt, zu singen. Okay. Also genau. Wir blenden auch das Projekt, wenn wir da hier unten nochmal einblenden, wer dann da Interesse hat, der kann sich das natürlich dann mal angucken. Ja, das wäre schön. Genau, das heißt, das ist ganz vielfältig. Also dieses Internationale macht mir Spaß. Ich habe auch ein komplett äthiopisches Programm. Eins, was ich jetzt auch gerade aufgeführt habe, ist Billy bis Beyoncé. Da geht es um schwarze Frauen in amerikanischer Musik. Ist auch so ein bisschen politisch bildend. Also Musik kann einfach auf ganz vielen Ebenen irgendwie interessant sein. Ja. Und mit welchem Projekt hatten wir schon miteinander zu tun? Wir hatten mit einem ganz besonderen Projekt zu tun, nämlich mit Männer und Harfe. Da habe ich meinen Kollegen Gernot Blume an meiner Seite, der Harfenist ist. Und die Harfe ist ein besonderes Instrument, was eigentlich immer so ein bisschen untergeht im Orchestergraben. Ja. Irgendwie mal hört man mal so ein Pling. Ja. Aber die kann ganz viel. Und wir spielen sie halt sehr poppig. Das heißt, es wird auch mal drauf rumgeklopft und so. Und es ist also nicht die klassische Harfe, sondern eine moderne. Okay, jetzt hat die Minna ganz viel schon erzählt. Am besten hören wir da doch kurz mal rein. Ist meine Hand eine Faust, machst du sie wieder auf und legst die deine in meine. Du flüsterst Sätze mit Bedacht durch all den Lärm. Then we start to dance and I'm singing, boy, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say, girl, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body. Also Männer, wir haben jetzt Applaus, Applaus und Shape of You, haben wir gehört. Also das klingt schon mal ziemlich interessant. Mhm. Auch diese Adresse und den Kontakt, den seht ihr hier gleich hier unten eingeblendet, wenn ihr das mal hören und sehen wollt, vielleicht auch buchen wollt. Spielst du da jetzt irgendwie nur Hochzeiten oder ist es egal? Also es ist recht unterschiedlich. Na klar, Applaus, Applaus eignet sich sehr schön für Hochzeiten und so sind wir auch tatsächlich über den Song gestolpert. Manchmal covert man dann Songs, die vielleicht nicht unbedingt im eigenen Horizont sind und das ist genau das Schöne. Ja. Aber wir haben auch schon Konzerte gespielt, die nur mit Harfe begleitet worden sind oder halt auch schon Weinprobe meets Music, also auf Augenhöhe begegnen sich diese zwei. Ist auf jeden Fall ein Highlight. Also ist großartig. Ja, danke. Ich habe ja vorhin gesagt, vielleicht kennt dich der ein oder andere von der Leinwand. Du hast das bestimmt schon ganz oft angesprochen. Willst du vielleicht da kurz was zu sagen oder sagst du, nee, Tobi, lass mir die Ruhe damit? Nö, klar, das gehört zu meiner Geschichte und ich schäme mich da auch nicht. Ich war nach dem Abi in der zweiten Staffel von The Voice of Germany. Genau, das war damals vergleichsweise neu. Die erste Staffel lief und ganz Deutschland war begeistert, weil das so respektvoll mit den Talents, wurden wir da auch genannt, nicht muss Kandidaten. Muss man schon sagen, ist auch was anderes. Ja, dass wir da so behandelt worden sind. Und für mich war das perfekt. Ich war 19, wie gesagt, gerade aus dem Abi raus, auf der Suche, was mache ich denn jetzt? Irgendwie soll es Musik sein? Studiere ich? Das war am Anfang der Plan. Oder probiere ich es irgendwie anders? Und das kam mir praktisch gerade auf dem Weg irgendwie vor die Füße. Und danach habe ich mich dann tatsächlich auch entschieden,
entschieden, das weiter beruflich zu verfolgen. Mhm. Okay. Das heißt, du hast jetzt die Projekte zum einen. Coverst viel wahrscheinlich auch. Mhm. Machst du denn auch eigene Musik? Also bist du auch im Studio, nimmst du CDs auch auf? Tatsächlich, mein erstes Album war nur mit eigenen Songs. Ja, das habe ich 2012 auch rausgebracht. Ja. Da habe ich in Kombination mit zwei anderen Musikern haben wir 14 Songs geschrieben und mit Band das selbst aufgenommen. Ja. Das heißt, das war ist tatsächlich Teil meiner Arbeit. Aber jetzt im Alltag oder im Alltäglichen singe ich nicht immer eigentlich. Ich versuche immer mal hier und da einen reinzubringen, aber mir macht es einfach so Spaß zu singen, dass es mir für mich nicht an erster Linie steht, ob es jetzt mein eigener Song ist. Es wird zu meinem. Das finde ich ist wichtig, dass man es so fühlt und interpretiert, dass man das Gefühl hat, der gehört mir. Aber wir teilen uns trotzdem nur mit, wo ihr den Kram natürlich hören könnt. Ihr könnt also die Coversongs, ihr könnt die Videos, ihr könnt die eigenen Songs auf der Homepage. Auf der Homepage. Also ihr könnt das dann alles auf der Homepage, blenden wir euch noch ein. Wie kam es denn jetzt dazu, dass du jetzt bei uns hier im Blog mitmachst? Also wir haben ja Anfang des Jahres, haben wir ja auch schon mal zusammen gedreht, der Dominik, du und ich, in einem anderen Projekt. Aber wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, ja, Tobi, ich muss jetzt auch mal was machen mit dem Gernot. Was war denn da so der Gedanke? Genau. Damals war das ja mit einer anderen Kollegin, die praktisch den Anstoß gegeben hat und es ist so, dass man als Musiker da manchmal leider ein bisschen faul ist, weil es einfach so viel ist. Ne? Wir sind alle irgendwie Freelancer, wir leben von der Musik, müssen aber auch noch so viel anderes können. Und wir sind, also ich spreche mal von mir, ich bin kein Marketing-Spezialist, aber ich weiß, dass man das halt braucht, dass man sichtbar sein muss. Und wie gesagt, ich bin der Kollegin da dankbar, dass sie uns damals irgendwie nochmal auf den Schirm gebracht hat oder uns gegenseitig vorgestellt hat, weil ich es einfach wichtig finde, dass man etwas hat, was man regelmäßig so ein Update geben kann. Wo stehen wir denn gerade? Weil viele kennen das Projekt, hören davon, aber es gibt kein richtig gutes Material und das habe ich jetzt. Vielleicht was, was auch, wie du sagst, was aktuell ist, aber dass die Leute auch sagen hier, okay, das ist Männer im Moment, weil mir bringt jetzt nichts irgendwie von vor 4 Jahren irgendwie ein altes Demo zu haben, ja. Vielleicht sagst du auch, ich habe mich gesanglich weiterentwickelt oder wir haben neue Instrumente oder neuen Look oder neue Songs. Das ist ja alles, was da immer so mit rein spielt. Das stimmt. Hast du denn für die Zukunft, also wir haben ja jetzt ein paar Videos gedreht, da haben wir schon mal reingehört, hast du denn jetzt für die Zukunft, wo du sagst, ich will noch ein neues Projekt angehen oder ich möchte irgendwie, ich sehe mich in 5 Jahren dort und dort, also hast du jetzt so einen Fahrplan, wo du sagst, da wird die Reise hingehen oder sagst du, ich mache die Jobs jetzt im Moment so gut wie es geht und bin für alles offen? Also jetzt passend so zum Jahresabschluss ist es natürlich immer so, dass man ein bisschen überlegt, was steht fürs nächste Jahr an, vielleicht auch mal für die nächsten 5. So einen ganz genauen Plan habe ich nicht, aber ich weiß, dass meine Projekte, die ich habe, halt besonders sind und ich möchte sie auch weiter einzigartig versuchen zu schüren. Ja? Ein Harfenist hat nicht jeder. Nee, definitiv nicht. Ein Repertoire mit irgendwie 7, 8 Sprachen hat nicht jeder. Ja. Das heißt, man muss irgendwie finden, was ist meine Einzigartigkeit, weil es gibt zig Sänger, es gibt zig tolle Sänger und irgendwie muss man für sich rausfinden, was ist es. Die Dienstleistungsjobs mache ich immer noch gerne. Ich finde das irgendwie schön. Hochzeiten, da sind die meisten Leute glücklich. Da bin ich gerne noch da. In der Regel. Zunächst. Nicht böse gemeint, ich wollte nur einen Joke am Rande. Also in der Regel sollten alle immer gut gelaunt sein in der Hochzeit. Die sind natürlich auch immer nervös. Das heißt, das kann ich bis zu einem gewissen Maße, will ich das weitertragen. Aber ich möchte einfach die Projekte, also sei es die musikalische Reise, sei es Billy bis Beyoncé, Soul Sisters, ein anderes Projekt mit zwei weiteren Kolleginnen, die möchte ich versuchen, auch regelmäßig begleiten zu lassen. In der Hoffnung mit euch, dass man einfach immer wieder Updates hat. Na klar, muss man auch gucken, wie kann ich mir das leisten? Vielleicht nicht ständig alle paar Monate, aber dass man einfach regelmäßig zusammenarbeitet und einen Partner findet, mit dem man das machen kann. Weil du sagst, mit dem Leisten, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Das muss auch immer passen. Und ich denke, da ist Kommunikation auch wichtig. Mhm. Also, dass man dann auch sagt, wie sieht es dann aus? Wie sieht es dann aus? Mhm. Ist das möglich? Ich denke, aber das ist mit dir, also auch für uns war das ein super angenehmer Dreh. Es hat alles super geklappt. Und ihr wart ja auch so gut eingespielt. Also, der Gernot und du, ihr habt das ja in 3, 4 Takes, dann war das Thema. Also, hat schon viel Spaß gemacht. Mhm. Weil wir ja jetzt kurz vor Weihnachten sind, mehr oder weniger, hast du im Moment viel zu tun?
Ja, ich habe viel zu tun. Ja. Ich versuche immer schon Ende November Plätzchen zu backen, damit ich das Gefühl habe, ich erlebe auch Weihnachten. Ja. Weil man ist dann irgendwie so dafür zuständig, für alle Leute eine weihnachtliche Stimmung zu machen. Und das verpasst man selbst. Also die letzten Jahre hat das gut geklappt. Wenn ich früh anfange, dann habe ich das Gefühl, ich habe alles dekoriert, Plätzchen gebacken, I'm ready. Also das heißt, wenn jetzt jemand, oder wenn wir dich jetzt besuchen würden im November, wäre schon alles dekoriert? Ja, also nicht Mitte November, aber so Ende November doch, ja. Weil ich das Gefühl habe, also ich brauche das für mich. Und dann kann ich nämlich auch ganz happy und entspannt die ganzen Gigs angehen, denn am Jahresende sind natürlich Konzerte ohne Ende, mal in einem großen Format, da bin ich dann Teil eines Ensembles bei so Sachen wie Night of Music im Chorhaus, aber dann auch Konzerte wie Lights of Christmas, die wirklich ich dann irgendwie anderthalb Stunden stemme und das macht ja auch total Spaß, dafür lebt man ja, aber es ist wichtig, dass man irgendwie den Weihnachtsbild für sich auch findet und erhält. Ist dann an Heiligabend, ist dann Ruhm oder trittst du auch noch die Feiertage auf? Also der Heiligabend ist mir tatsächlich heilig. Den versuche ich immer freizuhalten, weil das wirklich immer so ein schönes Familienfest ist. Da müsstest du schon irgendwie Beyoncé oder so anrufen, sag ich immer. Beyoncé, wenn du das siehst, sie würde sich überreden lassen. Genau, aber vor ein paar Jahren habe ich mal am 25. gespielt, aber eigentlich sind die Feiertage mir da einfach zu viel wert. An Silvester spielt man, klar, weil das sind einfach immer gute Jobs und auch zwischen den Jahren habe ich dieses Jahr einen Job in Bingen, aber ansonsten, ich weiß nicht, man ist so oft am Wochenende unterwegs, dass es dann irgendwie dann doch wert, dass man das sich frei hält. Ja, ich denke, für das eigene, vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber fürs eigene Seelenwohl, für Seelenheil, dass man dann sagt, ich feiere mit Familie. Ja. Weil du bist ja mit Sicherheit auch das ganze Jahr so in halb Deutschland auch unterwegs oder bist dann, wie oft bist du dann in der Woche so in der Regel dann? Ja, das ist tatsächlich immer saisonabhängig, wie oft man unterwegs ist. Also das kann von mindestens ein-, zweimal bis vier-, fünfmal sein. Und ich bin zum Glück oft tatsächlich in der Nähe meiner Heimat unterwegs, also irgendwie zwischen Koblenz und Frankfurt. Aber dann bin ich auch mal in Hannover, München, sonst wo. Und man reist da halt viel. Aber ich finde es noch in dem Maß, also das finde ich absolut entspannt. Man macht es ja auch gerne. Absolut. Und das ist ja auch deine Passion. Genau. Wer mehr von der Minna hören und sehen will, ihr schaut einfach auf der Homepage vorbei. Minna hat auf Facebook, Instagram, bist du auch unterwegs. Freut mich, wenn ich ein paar neue Follower da kriege. Ja, mit Sicherheit, da sorgen wir für. Möchtest du noch irgendwie am Abschluss noch was loswerden? Hast du noch eine Message für die Zuhörer, für die Zuschauer? Jetzt passend zur Zeit wünsche ich uns allen einfach einen schönen Jahresabschluss, dass wir gestärkt ins neue Jahr gehen und hoffentlich wieder viel zusammenarbeiten, vielleicht auch mal live irgendwas aufnehmen. Da gibt es viele Ideen und wünsche ich uns alle einfach ein schönes neues Jahr. Von mir natürlich auch frohe Weihnachten, habt eine gute Zeit. Wir sehen uns dann im neuen Jahr zurück und dann gibt es auch neue Blogs und jede Menge neue Produktionen von uns. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Ciao.